ich gar nicht. Das kann man zum Beispiel lösen, indem wie viele Geister haben wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, indem man das so macht, dass die bloß in die 3 und die bloß in die 3 fahren können. Das müsste jetzt aber, ist natürlich der Stau hier beim Einfädeln, aber das ist jetzt, glaube ich, weniger das Problem. Ich glaube, wir müssen dann wahrscheinlich noch ein paar Gleise dran setzen. Oder einfach das vierte Gleis hier oben, dass die oben bloß zwei Gleise haben. Ja, das braucht auch keiner mehr hier, das kann weg. Die Signale können weg. Jetzt können wir mal aufräumen. Das kann weg, das kann weg. So. Wie gesagt, der Stau ist jetzt beim Zusammenfädeln, aber ja gut. Der Anlieferstau ist weg. Guck mal, wie hier ist gar kein Stau mehr plötzlich. Das ist ja natürlich fancy. Alles im grünen Bereich, wie man so schön sagen würde. Hat jetzt unsere Stadt schon mal Nahrungsmittel bekommen? Der wartet immer noch. Hier kommt er an. Ja, der ist nicht geeignet für die Strecke. Der beschleunigt einfach zu schlecht, muss man sagen. Andere Züge haben ja einen viel besseren Speed hier aufwärts. Boah, will er erstmal ins Depot fahren? Achso, das ist gleich hier um die Ecke. Wollte schon sagen. Warum fährt denn der Bus 80? Weil die Wagen bloß 80 können? Oder wie? Das wäre natürlich doof, wenn ich da jetzt nicht drauf geguckt hätte. Nee, 120. Da kann die Lok bloß 80. Oh, ich glaube, ich habe einen schweren Fehler gemacht. Die Lok kann bloß 80. Ach, ich bin doch. Jetzt mal ganz ehrlich, Hände auf den Tisch. Ich bin doof, oder? Die Lok kann bloß 80 fahren. Da macht es ja gar keinen Sinn. Was haben wir da noch so? Gut, Elektrik, Diesel. Was ist denn hier sortiert nach Leistung? 90 PS ist natürlich auch ein Witz. 1900 PS. 2950 PS. Dann nehmen wir die hier. So, der liefert jetzt ab und kann. Guck mal, es wird hier mit den Containern. Das ist natürlich auch cool. Und der kann jetzt mal nach Bremen an der Donau ein paar Nahrungsmittel bringen. 3 Milliarden haben wir jetzt geknackt. Hier ist gerade neuer Wald gespawnt. Sehr gut. Die Stadt fängt und baut erstmal einen Knast. Ne, genau. Hätte ich auch gemacht. Wenn erstmal Geld da ist und Lebensmittel. Und dadurch die Stadt wachsen kann, erstmal einen Knast bauen. Ganz mein Reden. Was ist denn das hier? Achso, Viehtransporter. Ja, ein paar machen hier noch Minus. Muss man natürlich immer mal drauf gucken, nicht, dass irgendwo was dicht gemacht hat, was wir jetzt nicht sehen. Na, hier läuft's noch. Ich glaube, wir können wahrscheinlich manche Fahrzeuge wieder verkaufen, weil einfach da so wenig. Warum hat denn da kein Stationsschild? Achso, das habe ich unsichtbar gemacht. Ah, ich lasse das mal so hier. Ich glaube, wir können wahrscheinlich wieder ein paar Fahrzeuge verkaufen, weil die sich alle gegenseitig das Zeug wegnehmen. Und dann
wird das wieder voll. Das Ding. So, verkauft man ein paar. Ist natürlich für die Arbeitslosenzahl eher suboptimal, aber... So, weg. Das ist wieder so ein bisschen entlastet. Hier ist auch jetzt eine hässliche Lücke drin hier. Die können wir auch mal zubauen. Aber hier warten sie jetzt auch schon wieder. Was ist denn hier Ach so, ja. Ja, stimmt ja. Hier war ja mal was. Und das wollten wir später abreißen. Machen wir das jetzt einfach mal. Neues Fahrzeug. Express Box Truck. Tja, die müssen jetzt hier auch warten. Wir fahren ja einmal locker drei Züge lang. Vielleicht könnte man da auch wieder einen verkaufen, aber nö, lasse ich. Eigentlich hätte ich gedacht, dass dann vielleicht die Produktion auch ein bisschen stärker wird, wenn die dort ständig angefahren werden, aber... Anscheinend ist dem nicht so. Nummer 30 Bewohner hat Kassel schon. Wie gesagt, das reicht fast für die größere Station. So, die können auch jetzt sich ein bisschen ausbreiten, Bremen an der Donau. Und hier bei 3000 Tonnen Holz, hier bei Kiesheim müssen wir erstmal gucken. Aber ich glaube, wir können auch nochmal eine weitere Strecke elektrifizieren. Was haben wir da im Angebot? Hier ist Stau ohne Ende. Ja, vielleicht die Strecke mit Kassel, wenn die schon mal hier kriegen. Das ist sozusagen eine Vormaßnahme für einen größeren Bahnhof. Kriegen die einmal Elektro hier. Wie fahren die Züge da eigentlich? Da gibt es die. Da muss ich natürlich aufpassen, dass ich dort nur den Zug umrüste, der nach Potsdam fährt. Weil die Strecke ist elektrifiziert, der Bereich, aber alles andere noch nicht so. Können wir natürlich auch gucken, wie das hier mit den Brücken aussieht. Die Brücke muss erst abgerissen werden. Kann man die nicht einfach so... Ach, weil es eine Elektrobrücke ist. Dann muss ich die erstmal umrüsten. Zack, zack. Und jetzt kann ich die umbauen. Wobei die auch, naja... Die sieht eigentlich gut aus, diese Tubular-Stil. Die hat da schon wieder ein bisschen zu viel... Trara drumrum. So, jetzt muss ich hier natürlich auch alles treffen. So, und jetzt der Zug muss... Oh, das ist doch schon eine ganz schöne Strecke, die hier umgebaut wird. Nach Potsdam. Oh gut, ist das halt so. Der Zug, das muss... Der muss hier geradeaus fahren können. Weil, wie gesagt, es ist mir einfach so über die gesamte Karte hier zu elektrifizieren. Das ist mir ein bisschen zu einfach. Ich will das schon so ein bisschen nach und nach machen. Ich nutze ja schon größere Bereiche, indem ich hier das Auswahltool nehme. Aber es soll bloß wirklich dort elektrifiziert werden, wo ich es auch will im Moment. Wo auch... Passagierzüge fahren. Die restlichen Industriestrecken mit Diesel, wo jetzt noch Diesel fährt. Das kann man ja später dann machen. Man muss natürlich darauf achten, dass man auch wirklich alle Streckenteile trifft. Sonst gibt das wieder so eine lustige Stelle, wo dann eine Diesellok eine Elektrolok abschleppt. So, jetzt muss ich hier gucken. Ich muss hier geradeaus. Okay. Ja, nicht zu viel. Umrüsten. So, jetzt kommt die Stelle. Ich muss aber auf dem Gleis bleiben. Kann man eigentlich auch diagonal? Oh, das geht auch.
Ich glaube, das ist dann nie verbunden, so wie das hier aussieht. Dann muss ich das gleich so machen. Na doch, so geht das. Oh, wieder mal was gelernt. So, hier kann man jetzt einfach geradeaus drüber ziehen. Hier muss dann die Brücke wieder umgerüstet werden. Aber gut, ich glaube zwar nicht. Ich glaube 298 ist eh das Schnellste. Ich glaube, da kann die Brücke auch bleiben. Oder haben wir Elektrozüge, die schneller als Dingsbums fahren? Sonst könnte die Brücke auch einfach so bleiben, wie sie ist. Der schnellste Zug kann 230 fahren im Moment. Na gut, dann bleiben die Brücken halt so. Dann ertüchtigen wir das bloß für 230. Und das ist ja mit der Brücke hier, die kann 289 fahren. Können wir sogar auch die hier nehmen. Aber die gefällt... Ah, ich bleib bei der. So. Jetzt ist die Frage, machen wir einen kompletten Tunnel oder bloß einen Abschnitt? Weil ich das schon cool fänden würde, wenn die Lok beide Tunnel fahren könnte, wenn wir schon dabei sind. So, hier kann man jetzt auf dem Abschnitt es einfach so machen. Hier geht das. Das ist kein Problem. Weil ist ja sonst nichts, was nicht getüdelt werden soll. Also hier ist nur eine Brücke zum... Ja, hier geht es eine Betonbrücke mit 400, ne? Also was da jetzt immer mal so der Unterschied ist, nach welchem System, das ist schon ein bisschen kurios. Aber ich will nicht so eine komische Tubular Steel Bridge. So, jetzt müssen die hier oben lang. Wieder Dings nehmen. In der Hoffnung, dass das alles so passt. Und dann einfach jetzt hier wieder die Strecke entlang. Hier kann man ja wieder großzügig agieren. So, dann nach Potsdam runter. Das ist dann hier. Wir haben gleich... Oh, die Züge haben jetzt 10 Millionen Gewinn gemacht. Beziehungsweise Einnahmen und der Gewinn unten ist nur noch knapp vor der 100 Millionen. So, dann können wir natürlich auch hier den gesamten Bahnhof elektrifizieren jetzt an der Stelle. Wenn die eh dort langfahren. Also so nach und nach kommt hier Diesel, wird abgelöst gegen Elektrotechnik. Eigentlich könnte man dann, weißt du was, dann machen wir ja diesen Abschnitt hier auch gleich noch. Das ist ja in Ordnung, wenn man schon dabei ist. So, hat man den Abschnitt auch. Hat zwar jetzt in dem Moment keine Bewandtnis, aber wenn hier in Potsdam eh schon ordentlich ausgebaut wird,